Ist es nicht schön hier? Mal wieder. Naja, okay, es ist ein bisschen nah an der Landstraße, aber das lässt sich nun mal nicht ändern, ne? Ja, naja, 80 Kilometer dafür, dass ich erst um 12 losgemacht habe, ist auf jeden Fall eine gute Strecke, aber ich habe auch irgendwie Fettrückenwind gehabt, also so lässt sich Radfahren. Fettrückenwind, gutes Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt, ein bisschen Sonne. Das ist ziemlich gut. Ein bisschen. Ich merke, dass ich noch auf jeden Fall auf starken Kohlenhydraten bin, weil mein Bedürfnis irgendwie Tortilla de Patatas zu essen war auf jeden Fall sehr groß. Größer als ich es mir wünsche, weil das, was ich da an Tortilla de Patatas esse, ist mit Sicherheit nicht Bio. Gibt es da im Supermarkt, gibt es das hier wie Sand am Meer für ein Apfel und ein Ei. Ich würde es gerne in Bio kaufen, aber naja, wenn es nicht gibt. Spanien ist nicht so groß mit Bioprodukten. Ich habe ja damals, als ich auf dem Biobauernhof gearbeitet habe, da war das ja auch so, dass die mir gesagt haben, dass im Grunde genommen alle ihre Produkte, die die produzieren, Richtung Niederlande gehen. Niederlande, Deutschland, Frankreich, und dass die Spanier so ein bisschen geizig sind, was Lebensmittelqualität angeht, die vernünftig angebaut ist. Wobei, ich glaube, das hat sich auch geändert. Ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her und man findet jetzt auch im Lidl hier auch relativ viele Bio-Sachen. Aber verglichen mit anderen europäischen Ländern geht da, glaube ich, in Spanien noch einiges. Ja, fühlt sich gut an, aber ich fühle auch, was so 4 Tage im Hostel einfach mit einem machen. Ne? Also, wenn man einfach rumsitzt und einfach sich wenig bewegt und nur abends irgendwie unterwegs ist, da läuft man dann zwar ein bisschen, aber naja, kann man auch vernachlässigen, wenn man da läuft, und dann der Alkohol, den ich ja normalerweise nicht trinke, aber der dann auch so, naja, wie das halt so ist, so mit so sozialem Druck, ne, wenn du mit Leuten unterwegs bist und dann kommt ein Shot nach dem nächsten und die Leute wollen mit dir anstoßen, naja, dann. Früher habe ich das nicht gemacht, ne? Habe ich dann einfach habe ich dann Wasser getrunken, weil ich dachte, das ist die gesündere Variante. Ist auch die gesündere Variante, ohne Frage. Aber ist auf jeden Fall nicht die sozialere Variante. Und ein Freund meinte halt letztens mal zu mir, dass er glaubt, dass ich jemand bin, der in sozialen Gelegenheiten einfach mehr trinken sollte, weil ich so. Naja, weil ich eben so die Tendenz habe, so, na, das ist nicht gesund und was ihr da macht, das, da tut ihr euch nichts Gutes mit. Da tun die Leute sich ja auch nichts Gutes mit. Niemand glaubt ja, wenn er Alkohol trinkt, dass er sich was Gutes damit tut. Aber wenn einem das so ein bisschen hilft, aus seinem Kopf rauszukommen und ein bisschen mehr den Abend zu genießen, dann ist das wahrscheinlich auch sinnvoll. Also mit dem weiteren Anstreben natürlich für mich, das lieber nicht zu haben. Nun ja, ich packe jetzt mal meine Sachen ein. Hab jetzt hier eine neue, für die GoPro-Fans, eine neue Einstellung irgendwie gefunden. Also, beziehungsweise probiere die gerade aus. Mal gucken, ob die Videoqualität jetzt besser wird, weil die letzten 2-3 Videos, die ich hochgeladen habe, die waren deutlich schlechter von der Qualität her, als ich es gehofft habe, weil mein Gerät, mein Tablet, mit dem ich die Videos bearbeite, halt nur in einer bestimmten Qualität das Video abspielen kann und bearbeiten kann. Und jetzt hatte ich das bisher die Kamera so eingestellt, dass die Qualität, die App nutzt, um das Video zu bearbeiten, dass das die gleiche Qualität ist, die ich hier schon in der Kamera, in der ich aufnehme. Aber dass die App macht nochmal was damit und dann wird es schlechter und dann lädst du es bei YouTube hoch und YouTube macht nochmal was damit, dann wird die Qualität noch schlechter. Und wenn ich das dann vergleiche mit anderem Videomaterial, also ich schieße jetzt hier in 720 und wenn ich das vergleiche, ich habe gestern ein anderes 720er Video gesehen, was so glasklar war, und meine Videos sah dann dagegen so scheiße aus. Da dachte ich, jetzt probiere ich jetzt mal was anderes. Also dieses Format, mit dem ich gerade schieße, das kann ich auf jeden Fall noch konvertieren. Das kann das Pad noch bearbeiten. Das kann zwar die App nicht bearbeiten, aber ich kann es quasi im Pad runter konvertieren. Und dann ist es genau die Qualität, die es haben soll. Naja, mal gucken, wie die Qualität ist. Ich hoffe, sie wird besser. Ja, ich werde morgen abbiegen Richtung N340 oder so heißt die dann quasi Richtung
Mittelmeerküste führt und nicht nach Cadiz fahren. Das ist mir einfach ein Umweg. Also ich fahre dann da so, fahre ich irgendwie in die falsche Richtung und das mache ich dann, wenn ich in Marokko bin. Da fahre ich dann vielleicht auch mal in die falsche Richtung. Aber hier habe ich jetzt so das Gefühl, ich muss jetzt mal den Teil erfüllen, dass ich in Marokko ankomme. Naja, jetzt höre ich hier Leute im Hintergrund schreien. Ich hoffe, die kommen nicht irgendwie abends und zünden mein Zelt an. Also ich habe auf jeden Fall einen Traktor, der hier hinter mir gefahren ist. Vielleicht ein Messer. Naja. Da so hinten. Naja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon wieder, naja, es ist schon wieder sehr schick hier. Das ist schön, dass die GoPro bei den dunklen Wetterverhältnissen einfach immer noch so ein fettes Bild macht, ne? Alright, Guys, Leute, Familie, Freunde, wer auch immer das guckt, morgen geht's weiter.